Eine kleine Handlungsanweisung für die Betriebsräte zur Corona-Krise. Tag zusammen. Ist jetzt, glaube ich, das vierte Video zu Corona, was ich mache. Ich könnte wirklich fast schon stündlich neue machen. Es gibt stündlich neue Nachrichten. Großveranstaltungen werden abgesagt. Unter anderem auch die Playoffs der deutschen Eishockeyliga. Das könnte mich jetzt sehr grämen, wenn es nicht so wäre, dass die Kölner Haie ohnehin daran nicht teilnehmen. Aber für alle anderen tut es mir ernsthafterweise wirklich ehrlich leid. Ich weiß, wie weh so etwas tut. Und auch die Wirtschaft ist mehr und mehr von dieser Corona-Krise betroffen und damit natürlich auch die Arbeitsverhältnisse, die damit einhergehen. Aber das ist jetzt für euch Betriebsräte genau der richtige Augenblick, um Politik im Betrieb zu betreiben. Dafür seid ihr nämlich als Betriebsräte da. Das ganze Rechtliche ist nämlich nur Werkzeug dafür. Ihr seid jetzt diejenigen, die sich als Krisenmanager darstellen können. Es ist nämlich zumindest nach meiner subjektiven Beobachtung häufig so, dass Arbeitgeber die Sache gar nicht ernst nehmen und da gar nichts regeln wollen, keine Vorkehrungen treffen wollen, nichts. Da ist es jetzt an euch Betriebsräten herzugehen und zu sagen, lieber Arbeitgeber, das meiste davon ist auf jeden Fall mitbestimmungspflichtig. Da haben wir Verhalten der Arbeitnehmer und Ordnung im Betrieb. Da haben wir Fragen der Verkürzung der Arbeitszeit, sprich Kurzarbeit. Da haben wir Fragen des Gesundheitsschutzes. Und das ist alles erzwingbar mitbestimmungspflichtig. Soll heißen, macht euch eine kurze, knackige Betriebsvereinbarung, in der ihr regelt, was passiert bei Kurzarbeit. Werden gegebenenfalls auf das, was die Arbeitsagentur zahlt, Aufschläge bezahlt, bis meinetwegen zu 100%, damit die Leute wenigstens ihr Netto nachher haben. Was hier auch auf jeden Fall noch reingehört, wenn die Behörde den Betrieb dicht macht, 6 Wochen lang gibt es ja das normale Gehalt. Danach gibt es so eine Entschädigung in Höhe des Krankengeldes. Was machen wir da mit der Differenz? Zahlt die der Arbeitgeber? Wenn ja, in welchem Umfang? Was passiert, wenn der Arbeitgeber doch auf die Idee kommt, den Betrieb selber stillzulegen? Was passiert mit all den Eltern, wo die Kita und die Schulen dicht machen und die Versorgung zu Hause der Kinder nicht gewährleistet ist, beziehungsweise die Betreuung? Geben wir denen gegebenenfalls irgendwie, was weiß ich, 10 Tage zur freien Verfügung, dass die fernbleiben können? Geben wir denen die Möglichkeit, Homeoffice zu machen oder was weiß ich nicht was? Geben wir generell den Leuten da, wo es geht, die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, sogar einen Anspruch darauf? All solche Sachen. Geben wir den Leuten mit Vorerkrankungen, die hier relevant sind, Asthma, MS, solche Sachen, Diabetes, also all die Gefährdeten, geben wir denen einen Anspruch darauf, dass die quasi einen begegnungsfreien Arbeitsplatz haben, dass die sich nicht anstecken können? Geben wir Verhaltensanweisungen an die Leute raus, wie sie sich bei dem Virus zu verhalten haben? Das Wichtigste, ne? Hände waschen. Solche Sachen, das kann man in einer kurzen, knackigen Betriebsvereinbarung, 2 Seiten, regeln. Da ist durchaus Handlungsmöglichkeit und Handlungsbedarf gegeben. Jetzt lasse ich euch an der Stelle aber nicht alleine. Ich habe tatsächlich auf der Homepage unserer Kanzlei eine Rahmenmuster-Betriebsvereinbarung zusammengezimmert. Die kann man sich da runterladen. Auch einen möglichen Anhang so an Verhaltensmaßregeln für die Arbeitnehmer im Betrieb und auch noch eine mögliche Beschlussfassung dazu bis hin zur Einigungsstelle. Könnt ihr alles runterladen auf unserer Homepage, ist auch unten verlinkt, die Seite selber. Da gibt es auch noch weitere Informationen zu Corona für Arbeitnehmer. Und bitte, das mit der Betriebsvereinbarung muss jetzt schnell gehen. Wenn ihr die Beschlussfassung macht, der Arbeitgeber wird aufgefordert zu verhandeln und so weiter, gebt dem eine kurze Frist, 5 oder 6 Kalendertage höchstens. Und wenn der bis dahin sich nicht gerührt hat, was Eigenes vorgelegt hat, ernsthaft verhandelt, zack, in die Einigungsstelle. Spätestens übernächste Woche haben wir, wenn wir noch rechnen, dass wir ins Gericht müssen für die Einigungsstellen-Einsetzungsverfahren, sind wir in der Einigungsstelle. Und dann haben wir alles in allem in etwa 1,5 bis 2 Wochen, haben wir ein Ergebnis für die Belegschaft und damit, liebe Betriebsräte, könnt ihr richtig angeben und dann macht ihr am besten eine gesonderte Betriebsversammlung zu, um das Ding vorzustellen und um klarzumachen, ihr seid die Krisenmanager und nicht der Arbeitgeber. Ich sag euch eins, in 2 Jahren ist reguläre Wahl. Eure Wiederwahl, die ist damit auf jeden Fall gesichert.
Und jetzt lasst mich noch mal ein paar persönliche Sachen sagen. Es geistert ja unheimlich viel rum, was angeblich hilft, was nicht hilft. Was die Regierung alles falsch macht, was sie zu viel macht, was sie zu wenig macht und, und. Also ganz ehrlich, ich möchte in der Haut der Verantwortlichen im Augenblick auch nicht stecken, die irgendwelche Entscheidungen treffen müssen. Seien es die Gesundheitsämter, sei es das Gesundheitsministerium, seien es die Krankenkassen oder sonst irgendwer, der jetzt irgendwelche Maßgaben rausgeben muss, wie verhalten wir uns richtig? Wir haben in diesem Land überhaupt keine Erfahrung mit sowas. Wir haben sowas in der Kategorie und in der Qualität und Quantität auch noch nie gehabt. Natürlich, wir wurden schon von Seuchen und Epidemien irgendwie überrannt, aber bei den letzten Seuchen, die wirklich relevant waren, da haben wir uns darauf beschränkt, ein paar Hexen zu verbrennen oder mal eben das jüdische Viertel in Brand zu setzen, weil wir der Meinung waren, die hätten die Brunnen vergiftet. Hat auch nichts gebracht. Ob das, was hier jetzt gerade gemacht wird, ob das jetzt 1000 Leute pro Veranstaltung, 500 oder wie viel auch sonst was sind, das wird sich zeigen, ob das was bringt oder nicht. Und es geht hier maßgeblich darum, diese ganze Ausbreitung zu verlangsamen. Einfach nur, damit unser Gesundheitssystem nicht einfach an der puren Fallzahl irgendwie zusammenbricht. Und soweit ich das verstanden habe, geht es ja auch gar nicht um die Frage, ob wir jetzt alle sterben werden oder alle todkrank werden. Die meisten werden es wohl nicht. Nein, das Problem ist wohl, es gibt für dieses Ding im Gegensatz zur saisonalen Grippe, die uns jedes Jahr heimsucht, übrigens seit 1920 spätestens, gibt es hier keine Grundimmunisierung in der Bevölkerung. Das heißt, jeder wird völlig unvorbereitet von diesem Virus getroffen und verbreitet es entsprechend auch weiter. Und es hat für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Auswirkungen. Leute mit Vorerkrankungen, ältere Menschen, kleine Kinder sind extremst gefährdet daran zu sterben. Und wenn man sich einfach an die wesentlichsten Maßgaben hält, dann hilft man damit anderen und nicht nur sich selber. Und daran sollte man denken. Und generell gilt, das, was wohl am meisten immer noch bringt, Hände waschen, das funktioniert wohl immer noch am besten. Schlussendlich möchte ich euch aber auch nicht vorenthalten, was man auch in diesen Zeiten unbedingt haben muss, nämlich die wichtigste CD des Jahres, die Corona-Hit 2020. Der Link findet sich da. In diesem Sinne, bis dahin. Hallo! Also, der Gesetzgeber hat wirklich, und das muss dann schon auf der Arzt. Wir lernen.